Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush Frontiers. Und wir machen weiter mit Die Tunnel. Offenbar ist der Tempel von Sakra der Eingang zu einem weit verzweigten unterirdischen Labyrinth, das tief in den Berg hineinführt. Vielleicht liegt ja doch ein Körnchen Wahrheit in den Legenden, die vor einem unaussprechlichen Bösen hier warnen. Aber wir müssen unsere Mission fortsetzen und ins Labyrinth vordringen. Wenn doch nur die Dunkelheit das Einzige wäre, was dort drin auf uns wartet. Oh boy, heißt quasi neuer Abschnitt, neue Gegner. Also man sieht ja schon, es geht jetzt hier in diese dunklen, finsteren Berge. Genau. Also werden wir auch mit neuen Gegnern konfrontiert werden. Ich finde das gruselig hier. Schießpulver und Eisen. Wir haben alles, um den Feind zu besiegen. Wenn du das sagst. Oh mein Gott, diese Echsenmenschen. Oh mein Gott, ich glaube, da waren auch welche dabei, die richtig asozial nervig waren. Und hier laufen Gegner hoch. Sage ich euch jetzt schon. Hier laufen Gegner hoch. 1000%ig. 1000%ig. Okay, aber wir haben wenigstens nur einen Weg zu verteidigen. Das ist ganz geil in Frontiers. Ich glaube, wir hatten bisher noch kein Mal, dass wir zwei Wege verteidigen mussten. Aber heißt nicht unbedingt, dass es deswegen leichter ist. Was wir jetzt aber wieder machen können, wir können endlich wieder Baracken bauen, ohne uns davor zu fürchten. Oder ich glaube es zumindest. Ich glaube schon, ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man jetzt wieder Baracken bauen kann, ja. Das Problem ist, wir müssen uns mal angucken, was die können, tatsächlich. Brutwächter-Echse. Furchtlose, echsenartige Krieger, deren Wunden ihre Kampfeswut noch steigern und sie schneller machen. Schneller bei Verwundung. Okay, das gibt uns jetzt leider keinen Hinweis darauf, welche Turmarten wir am besten bauen. Schade. Aber wir könnten hier theoretisch eine Doppelartillerie aufstellen, ganz ehrlich, das machen wir auch. Egal, was sie für Resistenzen haben, was haben sie denn? Gar nichts, oder? Ja. Aber gut, das sind ja auch nur die Schwächsten von den Echsen, da gibt es ja dann natürlich noch andere. Egal, welche Schwächen sie haben, gegen Artillerie hat niemand eine Chance. Vor allem nicht gegen die doppelte Artillerie. Wow, die sind ganz schön stark. Damn, wie viel Leben haben die denn? 240? Das ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Die rocken aber ganz schön durch hier, damn. Hier könnte man theoretisch noch eine Baracke. Oh mein Gott. Triple Baracken, Doppel-Artillerie-Setup. Arme Evil Genius, Bro. Damn. Jetzt müssen wir nur noch mal einen Gegner töten, um hier tatsächlich auch Gold zu bekommen. Und Auryx sollte tatsächlich auch einfach mal mitkämpfen, wenn es dem feinen Hergetan genehm wäre. Und wow, what's happening? Oh oh. Er holt ihn nicht mehr ein. Ja, schade. Aber wir haben nur zwei Level verloren, das geht. Zwei Leben. Nachtschuppenechse. Listige Krieger, die sich unsichtbar an Verteidigungen vorbeischleichen können. Wird unsichtbar, hoher Schaden, Magieresistenz. Wird unsichtbar, hoher Schaden, Magie. Okay, das ist tatsächlich auch ziemlich schlecht. Moment mal, Magie. Ich lese Magieresistenz, was mache ich? Upgrade mein Magier. Dann kann der einfach vorbeilaufen. Wow. Vor allem, wie lange hält es? Wow. Das ist absolut crazy. Aber die haben tatsächlich nicht so eine gute Magieresistenz, sieht man gerade. Also sie haben wahrscheinlich eine deutlich bessere, als wenn da nichts stehen würde. Aber kam jetzt nicht besonders heftig vor. Was? Beschwör deine Typen? Ah, okay. Damage. Okay. Puh, da mussten wir jetzt nochmal eingreifen. Alter Schwede. Also ich hatte es auf jeden Fall richtig in Erinnerung, dass die Echsen ätzend sind. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. God damn. Das ist echt crazy. Na ja gut, und da oben können sie dann auch durchlaufen. Das heißt, hier viel aufzubauen ist auch gar nicht mal so sinnvoll. Was ich noch machen will, ist auf jeden Fall hier noch eine Baracke. Hilft zwar nicht gegen die Unsichtbaren, ist klar, aber gegen alle anderen hilft es.
Außerdem selbst gegen die Unsichtbaren. Das ist nicht dein Ernst. Alric, Bro. Alter, ich hab sie doch dahin. Also wirklich. Also manchmal ist es wirklich einfach nur zum... Wirklich. Ich hab sie dahingestellt. Sie standen in dem Typen drin. Servus. Oh, verdammt, das war ein Gegner. Stay frosty. Also das Setup hat jetzt am Anfang noch nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn wir hier statt Magier ein Ding hinstellen und hier vielleicht sogar auch, der kann dann später hierhin sogar schießen. Weiß nicht. Könnte tatsächlich nicht schlecht sein. Und vielleicht am Anfang tatsächlich nur eine Artillerie, ich weiß nicht. Ah, okay, das war keine so gute Idee, den so weit auszubauen. Selbst wenn ich den nochmal upgrade, kann er kaum auf dich schießen. Aber doch, für später ist es nicht schlecht. Was halt hier auch ein bisschen problematisch ist tatsächlich, das kostet nicht mehr 100, sondern 200. Das ist tatsächlich auch gar nicht mal zu verachten. Das ist gar nicht so gut, ja. Ja, ich würde sagen, wir killen die einfach direkt, was da ist. Wir brauchen unbedingt Bonusgold, ja. Und zwar massenweise Bonusgold. Ja, und diesmal muss Eric auf jeden Fall auch schon viel eher eingreifen. Genau. Der stand vorhin ja die ersten 5 Waves gefühlt da hinten und hat nichts wirklich gemacht. Und Eric ist ja echt stark. Also man sieht, er gewinnt jedes Duell mit massenweise Leben übrig. Also er ist echt stark. Vor allem, die können auch nichts, ne? Also das sind einfach nur viele und die haben halt viel Leben und machen viel Schaden. So. Das Setup steht. Diesmal ohne Magier. Bleibt abzuwarten, ob das so eine gute Entscheidung war. Wir können hier tatsächlich einen hinstellen. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, jetzt würde ich eigentlich schon gerne nur noch alles in die Artillerie buttern, aber das Problem dabei ist halt, dass man gar kein Gold hat. Also man hat gar nicht die Mittel, jetzt wirklich viel in die Artillerie zu stecken. Wieder einfach mitten im Fight unsichtbar wird, ey. Oh, Maximallevel. Nice. Und perfekt nicht mehr unsichtbar. Ach, come on, bro. Oh, oh, come on. Yeah. Reinforcements wären jetzt eine Sekunde später quasi noch gekommen. Okay, wenn sie unsichtbar sind, sterben sie aber auch an der Lava. Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Okay, in der Wave haben wir jetzt dann verloren, glaube ich, vorhin. Also diese Wave, die jetzt kommt. Läuft aber schon deutlich besser, aber ich glaube, das hat halt nur damit zu tun, dass ich Alric jetzt richtig positioniert habe und der vorher die ganze Zeit nichts gemacht hat. Und wir deswegen am Anfang schon Probleme hatten, plus die beiden Typen hier hinten sind besser gegen die hier. Genau. Aber es waren mehrere Faktoren, das lag jetzt nicht nur an den Magiern vorher. Weil diese unsichtbaren Typen, die sind jetzt eigentlich überhaupt nicht wirklich stark. So, Klingen schwingen Echse, oh mein Gott. Ich hoffe, das sind jetzt nicht wirklich Flug, aber es müssen ja Flugviecher sein, sonst haben wir nämlich ein fettes Problem tatsächlich. Oh mein Gott. Okay, wir müssen auf jeden Fall eingreifen. Klingenschwingen-Echse. Von Echsen gezähmt und trainiert, um als Jäger aus der Luft zu dienen. Was haben die? Gar nichts. Oh boy. Damit fast keine Schützentürme, ey. Oh boy. Das Gold, was ich jetzt investiert habe, kriege ich hoffentlich wieder zurück. Aber die scheinen wirklich nicht stark zu sein. Das ist schon mal der Vorteil. Das heißt, spätestens hier hinten sollten sie eigentlich auf jeden Fall drauf gehen. Okay. Nachtschuppenechse, Nachtschuppenechse. Alright. Ah, das war vielleicht ein bisschen früh. Ja, aber es geht noch. Alric kann da eh nichts machen gegen die Flugviecher, der hält die dann schon auf. Ja, locker easy. Lieber das Bonusgold gesichert. Ich hoffe, die Artillerie
Also treffen tun sie auf jeden Fall auch die Unsichtbaren, das ist 100% sicher. Aber die Frage ist, ob sie auch auf die Unsichtbaren, also ob sie auch losgehen, wenn die Unsichtbaren vorbeilaufen. Also der Dwarf. Das wäre tatsächlich ein gar nicht mal so unwichtiger Punkt. Andererseits, wenn ja die ganze Zeit Gegner laufen, ich meine, das ist so eine Wave wie jetzt gerade, wird ja wahrscheinlich nie wieder kommen, dass dann nur Unsichtbare rumlaufen. Von dem her ist es dann eigentlich auch nicht so ultra relevant. Aber cool wäre es auf jeden Fall schon, wenn es funktionieren würde. Und oh man. Come on, bro. Muss ich da hinten schon was so weit upgraden, nur wegen denen. Ich will jetzt endlich die Artillerie fertig haben, Mann. Hört auf, da durchzukommen. Ich finde auch, die Unsichtbarkeit hält extrem lang an. Wenn die hier unsichtbar werden, können die einfach komplett durchlaufen. Das ist schon heftig. Na gut, der hat es jetzt nicht ganz geschafft. We need money, more money, even more money. Now we have it. Ready to rumble. Boah. Okay, die Artillerie macht überhaupt keinen Schaden. Nice. Das hatte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ist aber noch kein Unsichtbarer alleine da. Jetzt waren da noch normale Gegner. Ne, schießt nicht. Oder macht nichts. Also wenn die Unsichtbaren da sind, macht er gar nichts. Schaden macht er an ihnen schon, aber wenn nur die Unsichtbaren da sind, löst er sich nicht aus. Das ist natürlich wieder so ätzend, ey. Richtig hart gecountert meine Taktik. Davon. Muss man jetzt immer hoffen, dass noch andere Gegner in der Nähe sind. Dann sterben sie. Auf alle Fälle. Man muss quasi hoffen, dass man von Gegnern regelrecht überrannt wird. Kingdom Rush Pro-Tipp Nummer 1. Sie werden nicht wissen, was sie traf. Immer noch ein nicer Satz. Holy moly, wie viel kommt denn da noch? Oh mein Gott, sag mir nicht. Das Boys, das lust mir hier nicht ab. Das sind ganz schön viele. Ey. Ja, wir haben noch 20, also wir könnten... Oh mein Gott. No way, no way, no way, no way, no way, no way, no way. Da kommen genau drei durch. Na, einer kommt durch. Alter, das kann nicht wahr sein. Wir haben schon wieder neue Gegner. Ja, da sind sie schon wieder. Heilt sich durch Bisse, Echsenschergel. Wilde Elite-Krieger, die mit Reißzähnen und Schwertern kämpfen. Schwere Rüstung, mittleres Tempo, heilt sich durch Bisse. Also quasi vorher hast du Magieresistenz, da baust du fett die Türme hin. Später schicken sie den Typen hin, der eine mittlere Rüstung hat. Und deswegen niemals nur auf einen Turm vertrauen. Also ich meine, mache ich eh nicht, aber... Ja. Das Problem ist halt, wenn man das Level nicht oder den Gegner nicht auswendig kennt oder vorher nicht kennt, dann ist es immer schwierig. Weil du kannst jetzt hier nicht einfach ewig lang warten, Türme hinzubauen und einfach nur, ich weiß ja noch nicht, was kommt, ja. Wenn du das Level verloren hast, dann spielt es auch keine Rolle, was da noch kommt. Oder was da kam, besser gesagt, warum du verloren hast. Ich habe den hier jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, er war nicht wenig. Es war nicht wenig. Er war nicht ohne, so rum.
Es ist jetzt nice, dadurch, dass so viele von den Unsichtbaren da waren, war immer einer sichtbar und dadurch haben sie die anderen gekillt quasi. I like that. So, ich dachte aber, hier klettern auch Gegner die Wände hoch. Ach nee, das passiert ja jetzt, lol. Tatsächlich, aber als Wave. Nicht einfach so. Wird schon als Wave angezeigt. Immerhin. So, jetzt haben wir ein schnelles 400 Gold für den Bohrer. Give us the money. Und ja, dann geben wir denen hier noch das Range Upgrade auf jeden Fall, damit der hier ein bisschen nützlicher noch wird. Und ja, dann mal gucken, was man sonst noch so machen kann. Aber jetzt merkt man schon, die Artillerie ist schon echt heftig, also die ist nützlich. Also ich meine, gut, dass sie nützlich ist, ich denke mal nicht, dass das jemals jemand bestritten hat, aber echt heftig. Mit denen noch zweimal upgraden, kann er sogar von da hinten aus auf die schießen. I like that. Oh, Arik wird da gerade ein bisschen gerüstet von so einem Dude. What the fuck? Das Geräusch, wenn die hier sterben, Alter. Das ist, wenn die sterben, dann kommt immer dieser komische Schrei. Richtig weird. Wow, das ist eine fette AOE, die man da raushauen kann. Wave 13 von 15, das sollte eigentlich im Kasten sein, das Ding. No problemo, Senor. Oh, Auric, hau ab. Ja, das wird jetzt halt richtig easy. Die ganzen Unsichtbaren, die können so oft unsichtbar werden, wie sie wollen. Wenn solange noch irgendjemand sichtbar ist, keine Chance, da durchzukommen. Jupp, einer ist durch. Easy, und wir haben schon wieder 1000 Gold. Es gibt echt gut Gold, wenn man die ganze Zeit so platt macht. So, ich würde dem hier noch ein bisschen Range geben. Ja, dieses Geräusch, ey, ich komme darauf nicht. Ach so, nein! Das ist, wenn die da runterfliegen, ist das jetzt, Jackies. Ja, ich habe nämlich vorhin mehrmals auf so einen Fetten geguckt und genau als die, also als Arik gekämpft hat, und genau als die gestorben sind, ist anscheinend immer einer runtergefallen, Leute. Ich dachte mir schon, das Geräusch kommt von den Dicken. Das wäre halt noch lustiger gewesen. So richtig furchtbar flößende Gegner und so richtig komische Schreie, wenn sie abstürzen. Wenn sie getötet werden, besser gesagt. Das waren nur die Gegner, die abstürzen. So. Ja, und der Upgrade Front sieht eh gut aus. Die anderen Türme, die braucht man jetzt eigentlich gar nicht mehr bauen. Das lohnt sich gar nicht mehr. Echsenrohling. Hünenhafte, unaufhaltbare, bösartige Reptilien, die mit Energiepeitschen bewaffnet sind. Langsames Tempo, sehr zähe Flächenangriff. Noch mehr Adjektive hatten sie wohl nicht übrig, um die Gegner zu beschreiben. Boom. Du peitscht hier niemanden aus, Bro. Oh, damn. Schön noch den Skill von dem hier komplett verschwendet. Aber nice.
Die Typen, die da runterfliegen, ey, ich komme nicht drauf klar. Wie heißt denn der? Ich muss mir das merken. Echsenrohling. Okay, das sind die saustarken. Jetzt haben wir noch ein paar Schreien der Boys und vorbei. Oh doch nicht, der ist unsichtbar. Ups. Oh, die werden jetzt. Er wird auch noch unsichtbar, der eine. Ach. Ah, sie sterben durch die Lava. Na, doch. Nice. Oh, wir haben 1700 Gold übrig gehabt. Damn. Alright. Kann man mit leben, würde ich sagen. Ja, und unser erster Hit auf Level 10. Nice. Das heißt, wir geben ihm nochmal fett einen Bonus. Vor allem das hier ist heftig, dass sein Spezialmanöver jetzt 6-mal trifft. Das war immer dieses, wo er sein Schwert so geschwungen hat. Damit müsste jetzt die meisten Gegner eigentlich easy killen. Und dann haben wir 4 Punkte. Ja, die Artillerie hat uns gerade gerettet. Und die Reinforcements eigentlich auch. Deswegen kriegen die beide mal ein Upgrade. Genau. Und ja, dann haben wir noch einen neuen Helden freigeschaltet. Genau, den haben wir uns noch nicht angeguckt. Den Grawl. Ist ein Nahkämpfer. Wirft einen großen Felsbrocken, der 20 bis 40 Punkte Flächenschaden verursacht. Steckt viermal auf den Boden, schädigt, verlangsamt und betäubt Feinde in der Nähe. Während er die Stellung hält, erreicht Grawl stufenweise Bonusschaden bis maximal 6 Punkte. Spezialangriff, der 60 Schadenspunkte verursacht, wenn Grawl dreimal mehr Lebenspunkte hat als sein Ziel, besteht eine Chance von 10%, es zu töten. Und erhöht Grawls maximal Lebenspunkte um 50. Okay, also auf jeden Fall ein Tank. Ja, hat auch mittlere Rüstung. Genau. Oh, bei Auric hat er hohe Rüstung, damn. Ja, aber hat mittlere Rüstung, viel Leben. Okay, jetzt müssten wir eigentlich tatsächlich den Helden wechseln, jetzt wo er Level 10 ist. Ja. Wir könnten echt mal einen anderen ausprobieren. Den Nivus. Mit dem seine Mage-Fähigkeiten sagen wir schon, wir sind so, ist ähnlich wie Westen. Könnten wir mal probieren. Einfach mal alles skillen. Dann haben wir noch 2. Alright. Ja, komm, probieren wir mal einen neuen Helden nächstes Mal. Muss ja nicht immer beim ersten Mal funktionieren, ne? Gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich bin fürs Zusehen. Macht's gut, haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.